Heute besprechen wir die 24. Folge der 6. Staffel von den Simpsons und die Folge trägt den Titel Der Zitronenbaum. Viel Spaß bei einer 69 Sekunden Review Challenge. Die Folge zeigt sehr gut auf, wie zum einen die Welt eines Kindes aussieht und zum anderen, dass Menschen, die von woanders herkommen, uns manchmal ähnlicher sein können, als wir denken. Die Kinder aus Springfield bekommen von Grandpa die Geschichte des Zitronenbaums erzählt, der einen hohen Stellenwert für die Bürger der Stadt hat. Doch einige Jungs aus der verfeindeten Nachbarstadt klauen den Baum. Das können Bart und Co. natürlich nicht auf sich sitzen lassen und auf ihren Abenteuer müssen sie feststellen, dass sie und die Leute aus Shelbyville eine Art Spiegelbild voneinander sind. Zum Wannhauten nochmal, eines der anderen Kinder heißt sogar Milhouse. Aber Milhouse ist meiner. Und genau weil die Protagonisten und Antagonisten sich als Spiegelbild verstehen, ist der Konkurrenzkampf umso spannender. Die Kinder der beiden Städte befinden sich auf einer Art Augenhöhe, nur halt auf anderen Seiten. Doch auch innerhalb unserer Gruppe gibt es starke Beziehungen, wie die zwischen Martin und Nelson, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber eben dadurch für lustige Momente sorgen. Der ganze Raubzug und der Sieg gegen Shelbyville endet in einer Szene, die aussagt, dass jede Seite seine eigenen Helden hat und sich selbst, wenn möglich, im besseren Licht darstellen lassen will, ob berechtigt oder nicht.